Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution zusammen mit Debatroller. Hallo. Gut. Dann machen wir weiter. Ich habe jetzt endlich herausgefunden, wie wir unser sterbendes Tier vom Aussterben retten können. Genau. Du gehst nämlich auf das Menü links. Ja, genau. Sag mal. Und dann gehst du auf Gehege. Ah. So. Jetzt schaust, gehst du mal runter. Da. Guck, diese Ziege und so. Futterstation. Futterstation. Oh Gott. Okay. Und dann? So. Okay. Pflanzenfresser. Ja, das kannst du bauen. Ah, interessant. So, und ja, da müssten wir jetzt eigentlich nur... Guck, da kommt auch schon das Futter. Und jetzt können die da, glaube ich, hin. Anstatt mich einzuweihen, was sie definitiv hätte tun sollen, das werde ich später mit ihr besprechen. Guck mal, der kommt angerannt. Beide, ne? Alter, jetzt kommen sie. Oh, jetzt kommen sie. Oh ja, essen. Oh, er freut sich. Kann die beide gleichzeitig essen? Ja, cool. Schön. Sieht man das auch, dass er abbeißt oder irgendwas? Ja, geil. Oh, ist das cool gemacht. Geh mal auf ihn. Frisst. Oh, es geht hoch. Nahrung geht wieder hoch. Perfekt. Und die Gesundheit auch, glaube ich. Ja, 73%. Ja, okay, Lass auch mal weiter hier diese DNA forschen. Oh, dieses Bernstein, das Wichtige da. Keine DNA den Moskito. Keine DNA. Das ist neu. Ach. Oh, ja. Damit können wir ihn verbessern. Okay. Das ist nämlich der, der bei uns im Gehege rumläuft. Ja, das ist der Strutiomimus. Ja, diese anderen, für die wir die keine DNA haben, die könnten wir verkaufen eigentlich. Mhm. Oder, ja, damit wir halt wieder Platz haben. Ceratosaurus. Du kannst ja weiter nach unten gehen, da können wir uns mal ein paar Bilder von den anderen anschauen. Nee. Ich glaube, ganz unten ist ein Raptor. Oh, das ist T-Rex ganz rechts. Da oben. Das ist doch ein T-Rex. Das kann mir doch keiner sagen, dass es kein T-Rex ist. Das kann sein. Diesen Giftspritzer, da kenne ich sofort den links. Mhm, ja, habe ich auch gesehen. Das hier müsste ein Brachiosaurus sein. Ui. Oh, Spinosaurus. Das ist ein T-Rex hier. Das ist doch ein T-Rex. Ah, und der da drüber? Das ist ein Spinosaurus. Guck mal, der hat sogar einen Fisch da an der Seite. Das heißt, der kann wahrscheinlich auch schwimmen. Konnte er im Film ja auch. Oh, das wird lustig. Da ist der Raptor. Das ist ein Raptor. Ja. Ja, ich glaube, wir können sogar diesen komischen Dinosaurier erforschen. Ich habe diesen neuen Auftrag gerade erst erhalten. Und ja, ich muss noch ein bisschen was anderes tun. Beobachtungsgalerie. Wir können sie, dann können die Dinos beobachten. Hier, da dran. Da du musst den Weg andersrum bauen. Du hast den Weg jetzt direkt ins Gehege gebaut. Und man schaut jetzt den Weg an. Ups. Kannst du es irgendwie ab... Ich finde es irgendwie... Oder wie könnte ich denn... Könnte kannst ich denn, du drauf gehen? Könnte ich den Sachen umbauen wieder? Du kannst doch in das Menü gehen und dann war doch ganz unten abreißen. Ach ja. Abreißen? Ja. Ja, sorry. Gab's eigentlich hier noch was mit Strom oder so? Jetzt haben wir dadurch Geld verloren. Ja. Da jetzt ist der Weg auch in die richtige Richtung gesetzt, na toll. Ja. Okay. Strom. Ihre Gäste möchten ihre Dinos aus nächster Nähe bewundern. Das geht aber nicht. Bauen Sie Anlagen, um die Sichtbarkeit zu verbessern. Und sorgen Sie dafür, dass die Gäste auf der richtigen Seite des Sicherheitsglases stehen. Ja, klar. Na klar.
Das ist schön. Ja, kann man auch sehen. Aber kein Strom. Wozu braucht das bitte schön Strom? Wo kann ich denn noch was bauen hier irgendwie? Landschaft. Ui. Gäste. Hotel. Das ist also teuer. Fastfood-Restaurant. Ei. Ich bin so geizig. Komm. Ich bin nicht geizig, meine ich. Aber wir haben nicht genug Strom. Das andere hat ja noch nicht mal Strom. Ach. Kannst du das irgendwie mit einem Strom verbinden? Ja, da war doch eben so ein Stromsymbol. Hast du das gesehen? Ja, Strom. Mast. Ja. Das muss auch erstmal angeschlossen werden. Mit den Master, den. Okay, so geht's auch. Ja. Ich wollte die ja mit da mal verbinden. Mast. Den mit dem verbinden. So. Den mit dem verbinden. Und den mit dem verbinden. Jetzt muss es noch an das Stromwerk verbinden. Sonst haben wir überhaupt gar keinen Strom mehr. Er ist doch da an dem Haus sein. Achso. Ah. Jetzt läuft doch, siehst du? Ja. Perfekt. Das ist wirklich cool. Da haben wir es doch. 400.000. 400.000, du. Na toll, ey. Tolle Wurst. Stell ich hier. Bau den Weg diesmal richtig rum. Passt aber nicht, scheiße. Und hier hin? Ja. Das geht. Zeigst du den Regen? Mal schauen, ob es auch direkt Strom bekommt. Nimm Genom von 70% aus und lassen sie ihn frei. Dann muss ich aber erstmal wahrscheinlich hier wieder was Neues holen. So, gibt's hier noch. Ah, da kriegt Server Tops. Da? Kann ich noch unser Geld geht immer weiter runter. Ja. Das ist Lambert, unser Sicherheitschef. Oh. Ihre, deren und meiner. Willkommen auf den Inseln. Wir stehen hier vor einer schwierigen Frage. Wir wollen unsere Tiere unter Kontrolle halten, doch gleichzeitig auch ihr instinktives Verhalten fördern, um ihr Kampfpotenzial auszuschöpfen. Hören Sie, jeder hat Angst davor, dass diese Tiere frei im Park herumlaufen, nicht eingeschlossen. Aber wir können sie uns nicht zunutze machen, wenn wir nicht ein paar Risiken eingehen. Ja, ja. Ja gut, von mir aus. Lass das machen. Da, genau den brauchen wir. Den hier? Ja. Was wird ja gerade noch gesucht hier? Den. Das sind Triceratops. Das ist ja doch. Triceratops. Okay. Welchen hatten wir denn eben? Diesen komischen. Ah, der braucht aber noch ein bisschen. Ah, okay. Der. Schauen wir, was unten steht. Wenn du rausgehst, also nicht da drin, sondern lassen Sie einen Ceratosaurus mit 49 Verteidigung frei. Für den müssen wir dann am besten auch schon mal eine Essensstation bauen. Nicht, dass dir noch irgendwas passiert im Gehege. Okay. Bau schon mal am besten schon mal eins. Kann ich ein anderes Gehege bauen? Nein, ich glaube, wir können die alle ein Gehege lassen, erstmal. Okay, das geht schon. Okay. Fleisch. Ah, guck mal, da ist dieses Fischzeichen. Das muss wahrscheinlich dann der Spinosaurus essen. Oder muss essen. Wahrscheinlich. Das sieht sehr, sehr köstlich aus, du. Was ist das? Fleisch. Okay, dann würde ich sagen, erstmal, das war's erstmal mit der Folge, oder? Ja. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dahin. Und tschüss. Tschüss.